Stille, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Lhamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Sie Jung trifft indische Würdenträger auf seiner ersten offiziellen Amtsreise. Tibetischer Schriftsteller bleibt 2 Jahre lang ohne Prozess in chinesischem Gefängnis. Wahlkommission appelliert an gewählte Abgeordnete, den Amtseid unter Einhaltung der Verfassung zu leisten. Chinas Botschafter in Dänemark stößt auf Pro-Tibet-Protest. Kanada und 43 weitere Länder äußern ihre Besorgnis über die Situation in Tibet. Bharat Tibet Saman Vesang feiert tibetische Resilienz am Weltflüchtlingstag. Die tibetische Gemeinschaft von Newcastle und der australisch-tibetische Bogenschießclub feiern den 86. Geburtstag seiner Heiligkeit. Während seiner offiziellen 3-tägigen Reise nach Delhi führte Xi Jinping Tsering eine Reihe von Gesprächen mit bedeutenden indischen Würdenträgern. Der Repräsentant Gassu Modup Dongchung vom Tibet-Büro seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Neu-Delhi sagte in einem Interview mit TTV, dass Xi Jinpings Unternehmungen in der indischen Hauptstadt sehr produktiv waren. Der tibetische Schriftsteller Lobsang Hundup, der vor 2 Jahren im Juli 2019 von den chinesischen Behörden verhaftet wurde, befindet sich weiterhin ohne Prozess in chinesischer Haft. Berichten zufolge wurde Lobsang Hundup, ein ehemaliger Mönch, Intellektueller und Schriftsteller, in Gewahrsam genommen, weil er in einem privaten Bildungszentrum, in dem er als Lehrer tätig war, verbotenes Lehrmaterial verwendet hatte. Lobsang ist dafür bekannt, dass er viele Reisen zu verschiedenen Orten in Tibet unternommen hat, um die Beobachtungen von tibetischen Mitbürgern über die pan-tibetischen Proteste 2008 gegen die chinesische Regierung aufzuzeichnen und dass er mehrere Bücher und Artikel geschrieben und veröffentlicht hat. Im Hinblick auf die derzeitige PAD-Situation bei der Wahl des Sprechers und des stellvertretenden Sprechers des tibetischen Exilparlaments appellierte der Wahlkommissar Mangdu Tsering Besur an die gewählten Mitglieder des Parlaments, ihren Amtseid unter Einhaltung der Verfassung abzulegen. In der 5-Punkte-Klarstellung, die während einer Pressekonferenz der Wahlkommission am Freitag letzter Woche herausgegeben wurde, drückte die Kommission ihre Bereitschaft aus, die Wahlen des Sprechers und des stellvertretenden Sprechers durchzuführen, sobald die 22 gewählten Abgeordneten den Amtseid des Interimssprechers ablegen, wie es die tibetische Verfassung vorschreibt. Chinas Botschafter in Dänemark, Feng Jie, traf am Freitag letzter Woche auf Demonstranten außerhalb des Tagungsortes im Zentrum von Kopenhagen in Dänemark. Die Tibet Support Group in Dänemark organisierte zusammen mit der dänischen China-kritischen Gesellschaft eine Überraschungsaktion, um gegen die chinesische Unterdrückung in Tibet, Osttürkistan, Hongkong und China zu protestieren. Free Tibet. Mr. Ambassador, Free why are you defending Tibet. Genocide? Free Tibet. People in concentration camp. Why do you have people in concentration camp, Mr. Ambassador? Free Tibet. Kanada gab eine regionübergreifende gemeinsame Erklärung im Namen von 44 Ländern ab, die ihre große Besorgnis über die Menschenrechtsverletzungen in Tibet, Osttürkistan und Hongkong zum Ausdruck brachten und China aufforderten, den Vereinten Nationen bei der laufenden 47. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen Zugang zu Xinjiang zu gewähren. Zu den 44 Ländern aus 4 regionalen UN-Gruppen, Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und Karibik, sowie Asien und Pazifik gehörten Australien, Kanada, die Tschechische Republik, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und die USA. Credible reports indicate that over 1 million people have been arbitrarily detained in Xinjiang and that there's widespread surveillance disproportionately targeting Uyghurs and members of other minorities. Finally, we continue to be deeply concerned about the deterioration of fundamental freedoms in Hong Kong under the national security law and about the human rights situation in Tibet. Anlässlich des Weltflüchtlingstages veranstaltete die Interessengruppe Bharat Tibet Saman Vesang eine spezielle Online-Diskussion, um die indische Politik im Einklang mit den UN-Bestimmungen für Flüchtlinge zu erläutern. Bei der Veranstaltung lobten indische Offizielle die weitsichtige Vision seiner Heiligkeit des Dalai Lama für Weltfrieden und Glück. Sie betrachteten die tibetische Flüchtlingsgemeinschaft in Indien als Teil ihrer Familie und sicherten ihre weitere Unterstützung für die Sache Tibets zu. Sie betonten auch den Beitrag des tibetischen Volkes zur Bereicherung des Gefüges der indischen Gesellschaft zum Schutz ihrer Werte und Weisheit. Die tibetische Gemeinschaft von Newcastle in Australien feierte in Zusammenarbeit mit dem Australian Tibetan Archery Talent Club den 86. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama am Dienstag letzter Woche gemäß dem traditionellen tibetischen Mondkalender. Der Hauptgast, Repräsentant Mr. Karma Singhi vom Tibet Information Office in Canberra, sprach über das Leben und das sich noch immer entfaltende Vermächtnis seiner Heiligkeit, einschließlich seiner immensen Beiträge zum Weltfrieden und zur religiösen Harmonie.
Bei der Feier gab es traditionelle tibetische Lieder und Aufführungen von Schulkindern und Gemeindemitgliedern, gefolgt von einem traditionellen Bogenschießwettbewerb. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.